Ubisoft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Immortals Phoenix Rising. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, dass wir einfach mal loslegen. Ich bin schon sehr gespannt auf das Spiel. Bezauberte Hera, heilige Mutter, weise Athena, mächtiger Poseidon, Erderschütterer, treue Artemis, die nie ihr Ziel verfehlt und selbst das Herz eines Kolibris durchbrochen könnte. Nichts als Schweine. Allesamt, ich kann dich sehen. Komm näher! Hilf mir! So hilf mir doch! Irgendjemand! Nichts hiervon ist deine Schuld. Du bist das Opfer. Wie alle Sterblichen, erschaffen von Narrenhand. Zerbilder eines gesprungenen Spiegels. Siehe deine Götter. Diese hier tötete 6 Kinder, um ihre Wut zu stillen. Sie streiten, brennen vor Neid, betrügen, kämpfen, morden. Sie sind grausam, rachsüchtig, egoistisch. Und, wie die Verse des Achilleus, werden ihnen diese Schwächen zum Verhängnis. Wir sind solche Laster fremd. Der Rest ist gefallen. Nur einer steht noch zwischen mir und der Wiederherstellung des Olymps. Nur der übelste, arroganteste, engstirnigste, anmaßendste Sohn von Kronos, der mich unter die Erde verbannte. Der einzige wahre Zeus! Wie ich dich vermisst habe, Prometheus, liebster meiner Vetter. Du ließest mich hier festketten, wo ein Adler meine Leber frisst. Aus Liebe! Aha. Du brauchst Hilfe. Typhon ist frei. Du standest auf Seiten seiner Verbündeten, der Titanen. Überzeuge ihn aufzugeben. So einfach ist das nicht. Er blockiert sogar meine Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Ich sehe nichts außer ihm. Na los. Strafe mich. Ich kann nicht. Er hat meinen Blitz. Er nahm mir alles. Selbst die anderen Götter sind weg. Geh zu den Sterblichen. Vergebens. Diese boshaften, dummen und geschmacklosen Parasiten wurden zu Stein verwandelt. Einer dieser Parasiten wird dir den königlichen Arsch retten. Ich lasse mir meinen hübschen Arsch höchstens küssen. Und Sterbliche werden nie was anderes sein als ein großer Fehler. Willst du darauf wetten? Wenn ich recht habe, war es wohl eher ein Segen, ihnen das Feuer zu bringen und ihr Überleben zu sichern. Findest du deine Strafe ungerecht? Sie ist etwas extrem. Lässt du dich darauf ein? Wenn du gewinnst, setze ich die Strafe aus und du bist frei. Doch, gewinne ich, hilfst du mir, Typhon aufzuhalten, koste es, was es wolle. Also gut. Möge die Geschichte von Phoenix meine Erlösung sein! Oh nein, eine deiner Geschichten. Wie lange wird es diesmal... Die Geschichte beginnt auf dem Meer. Ein Schiff mit Soldaten kehrt von einer fernen Schlacht zurück. Doch ein plötzlich aufziehender Sturm trübt ihren Triumph. Die See wogt und wütet. Wellen türmen sich auf. Die Grenze zwischen Himmel und See verschwimmt. Die Gipfel der Wellenberge schlagen um und bilden Täler so tief wie der Tartaros. Du trägst aber ganz schön dick auf. Das ist Kunst.
Wie dem auch sei, das Schiff hatte keine Chance. Am Morgen ging die Sonne über den wenigen Überlebenden auf. Dort unter den unbedeutenden Schildträgern gab es ein Menschenkind, das von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hat. Sage es nicht! Ah, und da kommen wir jetzt ins Spiel. Also bevor ich jetzt weitermache, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon total begeistert, weil, der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, weil ich es mal in den Let's Plays oder auch im Livestream erwähnt habe. Ich stehe unheimlich auf diese ganze Sache mit den griechischen Göttern und da ist ja diese Sache von wegen, dass den Menschen das Feuer gegeben worden ist, wobei ich mich jetzt nicht dran erinnern kann, dass das Prometheus war, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber es ist schon lustig, dass dem Göttervater Zeus der Blitz geklaut worden ist und alles. Also das ist schon, kann man das denn hier jetzt ändern? Ah, okay. Okay, also wir können uns jetzt... Ein Wasserfall, der in die Ägäis strömt. Wir können uns jetzt hier andere Frisuren machen. Ach, ich kann das hier mal eben... Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist so ein bisschen die Art, wie ich es normalerweise trage. Wobei das sehr geil aussieht, so mit diesen Geflochtenen. Das ist hiermit, das sieht auch nicht schlecht aus. Aber das, ja, wirkt sehr männlich auf der einen Seite. Das ist... Ich hab's lieber, wenn es wirklich komplett weiblich wirkt. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich finde, das sieht von hinten jetzt nicht so toll aus. Von vorne sieht es wirklich schön aus. Aber das sieht von vorne auch sehr hübsch aus. Ich würde sagen, ich nehme das hier. Und natürlich dunkel nehme... Die Morgenröte? Wieso dunkel? Das ist pink. Ich guck mal eben, wie das schwarz aussieht. Ah, das sieht richtig schön dunkel aus. Das ist auch geil. Aber ich nehme wie immer meine absolute Lieblingsfarbe. Dieses schöne Pink, was ich auch seit Jahren immer in den Haaren hatte. Bis ich es dann leider lassen musste, weil meine Haare total kaputt waren. Was ich immer noch sehr, sehr traurig finde, ehrlich gesagt. Ein Gesicht wie... Gut, braune Augen sind gut, habe ich auch. Kann man ich da irgendwie... Ich sehe vor meinem inneren Auge. Du weißt schon, so ein Gesicht. Du weißt schon, so ein Gesicht. Das ist schon gut. Schon ein kluger Vogel. Ein kluger Vogel, ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, die sieht bei allen hübsch aus. Na gut, da ist der Mund... Also darf gefallen mir die Augen nicht so. Ich schwanke zwischen dem hier und dem hier. Ich glaube, ich bleibe bei dem Standardgesicht. Das sieht eigentlich ganz nett aus so. Körper ist klar. Das ist der weibliche Körper. Kann man jetzt auch nicht viel ändern. Gut, man könnte jetzt die Hautfarbe noch ein bisschen ändern. Aber das ist eigentlich so von der Hautfarbe, finde ich, okay. Man könnte jetzt noch Tätowierungen oder Bemalungen ins Gesicht machen. Aber... Naja. Das sieht zwar auch ganz cool aus. Aber nee, ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Sie ist ja hübsch genug, ohne alles. Augenbrauen. Ja, Augenbrauen, genau. Die vielleicht ein bisschen dunkler, das passt ein bisschen besser. Gut, die könnte man jetzt theoretisch auch so machen. Aber es sieht halt komisch aus, ne? Ich meine, man färbt sich halt normalerweise die Haare so. Gut, ein Bart ist klar, dass sie das nicht kriegt. Gibt es hier irgendwie noch was anderes? Hoch und runter kann man nicht mehr machen. Da würde ich sagen, übernehmen wir das. Es ging ja jetzt recht schnell, deswegen habe ich das mal drin gelassen. Ja, ich sehe sie ganz deutlich. Die geringste unter ihnen war eine Schildträgerin, die von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Jemand, der Geschichten erzählt, doch niemand, der sie erlebt. Phoenix. Was für ein Name. Phoenix. Klingt wie das Geräusch, das ein dummer Vogel macht, ehe er sich selbst entzündet. Und das wäre ja lächerlich. Obwohl, ich sollte das aufschreiben. Angespült an einer fremden Küste erwachte Phoenix. Go!
Wenn ich den Strand verlassen will, muss ich diese Klippen erklimmen. Okay. Wir schauen mal eben. Damit springe ich. Okay, damit kann ich ausweichen. Was ist das? Achso, ducken. Okay. Und Y hat keine Bedeutung. Wahrscheinlich werde ich damit was benutzen können oder so. Erreiche die Spitze der Klippe. Ja, das machen wir nochmal. Und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr ätzend finde. Die ist ähnlich wie bei Conan. Man verbraucht wahnsinnig viel Ausdauer. Hallo, du sollst nach links gehen. Los, weiter, weiter, weiter. Boah. Bei Conan war es ja auch schon so, dass man wahnsinnig viel Ausdauer fürs Klettern verbraucht. Und ja, damals war es schon ziemlich ätzend. Aber jetzt ist es richtig ätzend. Wieso ist mein Controller eigentlich so am Vibrieren? Phoenix sah ihren Schiffsführer und die Soldaten in der Ferne. Durch einen Streich des Lichtes wirkte es beinahe, als würden sie ihr zuwinken. Phoenix, du wieder! Du magst nicht wie dein Bruder Lyguron sein, aber ich mach schon noch was aus dir. Halt meinen Schild. Lass ihn dieses Mal nicht fallen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Gib nichts auf ihr Gerede. Die sind nur neidisch. Nicht jeder kann einen Bruder haben, so wie du ihn hast. Lochagos! Lochagos! Kannst du mich hören? Du bist so kalt. Was ist das für ein Zauber? Lyguron, wo bist du, Bruder? Allein und unbewaffnet war Phoenix verwundbar. Ich muss ruhig bleiben und an meine Ausbildung denken. Ja, welche wäre das? Finde eine Waffe, verwende den Kompass, um Ziele zu finden. Moment, Details? Oh, tolle Details. Ich glaube, ich hätte das gedrückt halten müssen, oder? Ja gut, jetzt haben wir halt nichts mehr. Schwert meines Bruders. Nein! Warum vibriert das jetzt hier? Kommt jetzt hier ein Gegner? Hallo? Ah, sehr schön. Du warst immer mein Held. Mein Polarstern. Ich bringe dich zurück. Versprochen. Noch nie hatte Phoenix das heilige Schwert, ein Geschenk von Achilleus für Tapferkeit in der Schlacht, anfassen dürfen. Es lag in ihrer Hand, als wäre es für sie angefertigt worden. Achilleus Schwert? Ihr Bruder konnte bestimmt gut kämpfen. Stimmt was nicht mit deiner Stimme? Ich habe kein Schwert bekommen. Ich sag's ja nur. Phoenix sah auf. Oh oh. Sie war nicht allein. Bei den Göttern! Zurück! Sie machte sich bereit für ihren ersten echten Kampf. Ah, damit, okay. Damit weiche ich aus. Die Erinnerung an ihre Ausbildung kehrte zurück. Ich sehe nichts mehr. Von dort oben sollte ich mir einen Überblick verschaffen können. Ernsthaft? Ich habe so wenig Ausdauer und du willst da hoch? Na gut. Kann man hier eigentlich? Nee, schade. Ich dachte, weil das von den Machern von Assassin's Creed ja ist, habe ich jetzt gehofft, dass ich vielleicht auch sowas wie Odins Blick habe oder so. Das sieht irgendwie böser aus. Ich habe eine große Statue von Hermes gesehen. Was ist das? Wer sie wohl erbaut hat? Ah. Von Gefahren umgeben und ganz allein war unsere Heldin dennoch entschlossen, die Soldaten und ihren Bruder zu retten. Langweilig! Schenken wir uns den Teil. Nein, das ist sehr wichtig für die Atmosphäre. Okay.
Also die Sprüche, das habe ich auch schon gehört, die Sprüche sollen wohl richtig geil sein hier in dem Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon total begeistert, obwohl ich noch gar nicht viel gesehen habe. Ich bin gerade ein bisschen angefixt, ehrlich gesagt. Hermes, alter Freund, es ist mir eine Ehre, dich endlich persönlich zu treffen. Sag nur niemandem, dass ich mit dir geredet habe. Ich habe schon mehr als genug Ärger, weil ich lieber Geschichten auswendig lerne, statt die Felder zu bestellen. Und die anderen Soldaten erst. Also, die wissen gute Geschichten wirklich nicht zu schätzen. Da kann man irgendwie diese Vibration abschalten, das ist ja schrecklich. Oh, haben wir dafür die Ausdauer? Ich weiß, dass so kleine Sachen bei Konen immer schon sehr große Probleme gemacht haben. Oh ja, okay, da können wir rüber. Okay, was ist das jetzt hier? Ich weiß auch gar nicht, wofür wir jetzt die Pilze hier eigentlich einsammeln. Ambrosia. Oh, das hört sich gut an. Es riecht wie Honig. Und der erste Frühlingstag und mein erster Kuss. Alles auf einmal. Ah. Zieht Phoenix sich jetzt auch Ambrosia rein? Zeus. Angst, deine Wette zu verlieren, Zeus? Bitte. Sie kann eh nicht damit umgehen. Noch nicht. Okay, also da ist ein Zeichen, da ist jetzt kein Zeichen. Würde ich mal sagen, dass wir da hochklettern. Aber die Sprüche sind schon echt geil gemacht bisher. Aber ich hoffe, das schaffen wir. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, geh rüber, geh rüber. Das ist vielleicht ein bisschen besser da. Okay, schaffen wir auch so. Ah, erkunden. Phoenix Schicksal wurde immer klarer. Bisher hast du mir nur eine Sterbliche gezeigt, die einen Kampf überstanden hat. Und Typhon wird mit jeder Stunde stärker. Spiel nicht mit mir, Prometheus. Ich schwöre dir, diese Kriegerin ist unsere Rettung. Denn wenn sie scheitert und Typhon uns besiegt, Zeus, König der Götter, wird die Welt ins Chaos stürzen. Ein Tempel des Apollon. Vielleicht gibt es dort ein Orakel oder einen Seher, der mir helfen kann. Oh oh. Ein Greif? Aber die gibt es doch gar nicht. Lass mich los! Hilfe! Hey! Ich rette dich! Ich komme! Ja. Ich muss einen Weg zu diesem Riss finden. Fernsicht? Oh, was ist das? Achte in der Fernsicht auf die Rückmeldungen, die du bekommst, wenn du verschiedene Orte ansiehst. Ja, mein Controller macht gerade Dauervibration. Ich kriege hier gerade gar keine Rückmeldung. Drücke RT, um deren Symbole dauerhaft in der Ferne, Fernsicht anzuzeigen. Also das hier? Nee, das ist die Quest anscheinend. Aber da, Moment, da vibriert es aber. Gewölbe des Tarathos. Ah, okay. Ach, das ist das, wo ich hin muss. Ah, sehr schön. Okay, das können wir auch entdecken. Große Lyra. Da muss doch auch irgendwas sein. Hier vibriert es auch ganz stark. Na, da. Truhe entdeckt. Okay, das sind dann kleinere Sachen. Da ist noch was. Odysseus Herausforderung. Oh, oh, das hört sich nicht gut an. Truhe entdeckt. Was haben wir denn noch? Das erinnert mich so ein bisschen an, ich weiß gerade nicht, wie das Zombie-Spiel hieß. Da musste man ja auch auf hohe Sachen steigen und erstmal alles entdecken. Hier ist so nichts. Also die Vibration, die macht mich schon ein bisschen kirre hier. Ich meine, hier ist es ja okay. Hier zeigt die Vibration an. Das hier ist nichts. Okay. Zeigt die Vibration an, wenn irgendwas ist, was man entdecken kann. Das ist absolut okay. Da ist irgendwo... Ja, perfekt. Truhe. Okay, ich habe keine Ahnung, was in den Truhen ist, aber die schauen wir uns natürlich auch an. Das ist das Feuer. Oh gut, dass ich da nicht hochgegangen bin, obwohl, da ist doch irgendwas. Ja, komm, komm. Da ist doch irgendwas, was man entdecken kann hier. Ah, da ist nochmal Ambrosia. Okay. Hm, das ist doof. Weil das ist ziemlich hoch. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt hochkomme mit der Ausdauer. Moment, hier vibriert es aber auch irgendwie. Ach, der... Nee. Der,
will mir irgendwas anderes zeigen. Aber was? Da ist noch was? Ah, noch eine Truhe. Okay. Gut, dann würde ich sagen, es ist nichts hier. Das hätte ich jetzt gedacht, es ist eine Truhe. Aber okay, Moment, hier ist noch irgendwas. Zeitrennen-Herausforderung. Ach du Scheiße. Ich und Zeitrennen, naja. spätestens seit Lego weiß ich, dass das nicht unbedingt was für mich ist. Okay, Truhe, Ambrosia. Ambrosia ist geil, das habe ich eben, stand das rechts, durfte ich leider nicht lesen, weil sie noch am Reden waren. Das soll wohl die maximale Gesundheit, wenn ich das eben richtig gelesen habe, verbessern. Na, komm. Da war doch gerade noch was. Da, nochmal Ambrosia. Sehr schön. Ambrosia. Oh, sehr geil. So viel Ambrosia, was ist denn los? Er ist wahrscheinlich jetzt absichtlich, weil die Gegner so schwer sind oder so, die gleich kommen. Ich weiß es nicht. Ja, komm, da ist was. Los. Nicht nur vibrieren, auch anzeigen. Oh, Leute. Kann man das nicht mit einem größeren Umkreis machen? Nochmal Ambrosia? Ja. Da ist irgendwo... Ich weiß nicht, ob ihr den Controller hören könnt in der Aufnahme. Ach, da ist was. Kleine Lyra, okay. Moment, noch was? Ah, noch eine Truhe. Okay, deswegen vibriert das hier wie blöde die ganze Zeit. So, nochmal kleine Lyra. Was ist denn das, kleine Lyra? Ich dachte, das wäre Gewölbe des Tartarus? Taratus. Oh Gott. Und ich sag noch so schön, ich kenne mich mit der griechischen Mythologie aus. Taratus, ist klar. Da haben wir noch eine Truhe. Sehr schön. Haben wir jetzt hier noch mehr? Es ist irgendwie wie Weihnachten, aber das hält mich hier gerade ganz schön auf. Muss das... Ne, die Brücke ist es nicht. Da war gerade was. Truhe. Aber hier ist noch was. Och, Leute. Ja, ja, nein. Vibrationen. Ja, da wird es schlimmer. Ja, komm, komm. Wo ist es? Zeig's mir. Zeig mir, was es ist. Oh Gott. Irgendwas hier. Boah, das ist ja echt schlimm. Komm, komm. Da ist noch was. Kleine Lyra. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ah, Gewölbe des Tartarus. Ja, jetzt lese ich es lieber nochmal, bevor ich sage. Da war gerade was. Sternbild-Herausforderung. Okay, da hinten fliegt aber irgendwas rum. Ich glaube, das ist irgendwas Böses. Hier war gerade was. Komm, komm, komm. Zeig's mir. Ambrosia, okay. Nein, da war gerade was. Och, Mann. Lass es doch anvisiert. So, Truhe entdeckt, okay. Ist schon wieder was? Hä? Gewölbe. Das ist aber alle Gewölbe des Tartarus. So, Truhe. Ach, Leute. Immer wenn ich denke, so, jetzt müsste das alles sein, dann vibriert der Controller wieder und wir müssen hier wieder weitermachen. Sauerei. So. Gewölbe. Hier ist noch was. So. Wenn das noch weiter so geht, dann muss ich das hier alles rausschneiden, wenn ich hier alles am Entdecken bin. Das ist ja Gewölbe. Sind das so viele Sachen, wo man reingehen kann? Aber das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie oft ich mich jetzt hier draufstellen werde und gucken werde. Also möchte ich natürlich... alles freilegen. Da ist schon wieder was. Das gibt es nicht. Also ich würde wirklich sagen, dass ich den Rest jetzt mal alleine mache. Es ist ja nicht so schlimm. Ihr seht ja dann immer nur, es werden Truhen entdeckt und Ambrosia entdeckt und so weiter. Dass ich das Ganze mal alleine mache und dass ich euch dann gleich wieder hinzuschalte, wenn ich hoffentlich alles soweit entdeckt habe und bereit bin, dass wir mit der Quest weitermachen können. Bis gleich. So, ich hoffe, dass ich jetzt alles gefunden habe. Ich habe nur ein Problem. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wo ich den Typen jetzt markiert hatte. Da hinten ist so eine Markierung. Moment, aber die Meter, die werden wir, glaube ich... Nee, die Meter werden wir überall angezeigt. Mist. Ja, ich hoffe, die führen mich da jetzt ein bisschen hin. Ansonsten weiß ich gar nicht mehr, wo der Typ ist. Ich beende jetzt erstmal...
Abgeschlossene Ausblenden. Okay. Ach so, abgeschlossene Ausblenden. Ja, das ist super. Dann brauche ich da nämlich nicht mehr nachzusuchen. Gut, dann gehe ich mal raus. Ah. Der Fremde, der sich in den Krallen des Greifen wand, stürzte in der Nähe des leuchtenden Risses auf der kleinen Insel ab. Er braucht eine Heldengestalt. Schnell, da war doch noch dieser... Ach nein, der wurde geköpft. Was ist mit... Nein, die wurden alle gefressen. Wer hat diese Kartei aktualisiert? Hades? Okay, springe in den Teich unter dir. Okay. Wie komme ich denn in die Karte rein? Wo bin ich denn hier überhaupt? Moment, schnell speichern. Schnell speichern ist gut. Ja. Möchten wir gerne machen. Wenn wir es schon angeboten bekommen, ist das natürlich super. Komm ich runter. Der Tempel. Ja, ich würde aber gerne mal kurz was ausprobieren. Okay, da komme ich nur da rein. Ah, okay. Wenn ich die linke Taste drücke, hier kann ich dann auch schnell speichern. Das ist super. Und da komme ich auch auf die Karte. Okay, dann kann ich das von unterwegs auch überall anschauen. Das ist super. Genau das wollte ich nämlich haben. In den Teich, in den Teich. Den hier. Einfach so reinspringen. Oh Gott. Oh! Phoenix spürte Ligyrons Klinge bei jedem Schritt. Ihr Gewicht erinnerte sie an die Verantwortung, die auf ihr lastete. Du kannst dein Schwert Ligyron? Oh, Achilleus. Ich habe nie verstanden, warum du erwartet hast, Achilleus würde dir sein Schwert geben. Oh, als Opfergabe. Als ganz gewöhnliches Opfer von jemandem, der dir tief in die Augen geblickt und gesagt hat, du wärst etwas Besonderes. Das ist alles. Ich legte eine Rose auf seinen Panzer. Ich hab da was im Auge. Erzähl weiter. Okay, Moment. Ambrosia, das ist gar nicht so weit entfernt hier, oder? Können wir da mal eben einen Abstecher hinmachen, dass wir das mal kurz einsammeln? Ach, das ist da oben. Ja, gut, dann mache ich lieber keinen Abstecher. Dann, obwohl da hinten ist auch noch ein Ambrosia in der Nähe. Oh, das war vielleicht nicht so clever. Gibt es eigentlich Fallschaden? Ich sehe hier auch irgendwie nirgendwo meinen Lebensbalken. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen habe. Wer hat euch das angetan? Nun lass diese Gefühlsduseleien und komm zu dem Punkt, wo was passiert. Na schön. Das ist schon viel besser. Sind ihr mir nicht gerade auch? Oh ja, da ist auch was gekommen. Ich muss aber über die Insel rüber, ne? Hi. Oh, was war das? Der Adamantsplitter von Typhons Schergen, das Metall der Götter, wurde förmlich von Phoenix angezogen, als wollte er von ihr zu etwas Größerem geschmiedet werden. Werde ans andere Ufer schwimmen müssen. Ja, ich weiß. Das Problem ist, ich habe gerade eben festgestellt, dass das Ganze Ausdauer kostet. Eieiei. Übrigens, wer sich fragt, warum ich jetzt die Folge schon so lang habe, ich werde die erste Folge natürlich ein bisschen länger machen. Weil ich denke mal, ihr wollt auch schon ein bisschen was sehen vom Spiel. Und ich werde, je nachdem wie lange das dauert, diese Quest hier noch zu Ende machen. Hallo? Kannst du mich hören? Ich komme! Ich hab deine Axt! Phoenix näherte sich der Axt, die nach ihr zu rufen schien. Sieht aus wie die Axt von Atalante. Muss eine Kopie sein. Obwohl... Doch bevor Phoenix sie erreichte, wurde die Axt von einer unheimlichen Kraft in den Abgrund gerissen. Scheiße. Wer klopft da an meiner Tür? Niemand? Glaubst du, dieser alte Trick funktioniert bei mir? Komm in meine Stube, sagte der Kyklop zum Seemann. Ich kenne einen Zyklop, aber einen Klyklop kenne ich noch nicht. Erkunde das mysteriöse Gewölbe. Ja, wie denn? Soll ich da reinspringen oder was? Bin ich da nicht tot? Was soll ich denn hier machen, Leute? Moment, ich würde gerne mal... War das hier mit? Kurz schnell speichern. Ja, falls ich dabei sterbe,
ich springe jetzt mal hier rein. Okay, das gut. Das war dann wohl Phoenix' Ende. Oh, scheiße. Wahrlich eine hübsche Geschichte. Ehrlich gesagt hatte sie ein paar Längen hier und da, aber mit dem Ende hast du mich gekriegt. Ja, damit ist das Let's Play dann beendet, ne? Zeit, dass du mir gegen Typhon hilfst. Es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Stärkungstränke stärken deinen Angriff oder deine Verteidigung. Nach oben. Au. Ich hoffe, der hat eine gute Brustpanzerung gehabt. Was? Wo bin ich hier? Ja, also aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt hier in einem komplett anderen Bereich gekommen sind, der nebenbei bemerkt ziemlich geil aussieht, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir dann doch hier erstmal einen kleinen Cut machen und uns die Axt, wenn wir sie denn wirklich nehmen dürfen, in der nächsten Folge schnappen werden. Bisher muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich angefixt von diesem Spiel und hoffe, ihr seht das Ganze genauso. Bis zur nächsten Folge. Ciao!